Gleich gibt's auf die Fresse. Richtig schön. Die Sonne scheint immer noch. Und es ist mittlerweile ziemlich voll. Wenn ich da bin, lacht die Sonne immer. Jawohl, der Power-Biro. Nee, es ist mega voll geworden hier. Jetzt kommen Massen an Leute. Verrückt. Und ja, aber trotzdem echt top organisiert. Auch so mit den Marken und so weiter. Super gemacht, wie ein normales Festival auch. Also einfach nur klasse gemacht. Hier haben wir wieder die guten frittierten Spezialitäten. Da stehen sie ja alle drauf, die Holländer. Überall Essensstände und hier links sieht man das Festivalgelände und hier ist der Abbrennplatz. Von hier oben hat man eigentlich auch einen recht guten Blick. Hier haben wir das schöne Sortiment aufgelistet. Alle Batterien vorhanden. Naja, alle wahrscheinlich nicht, aber einige. Und was ist dein erster Eindruck oder dein Gesamteindruck jetzt bisher? Gesamteindruck? Absolut verrückt. So viele Menschen, es ist wie auf einem Festival. Ja, es ist also, ich liebe Festivals, also, du weißt es ja, ja. Ihr jetzt auch. Ja, ja, es ist krass. So viele Leute, die alle Bock auf Feuerwerk haben. Ja, die wirklich durchdrehen, also bei der Daylight Show sind ja komplett abgegangen. Und das in Deutschland. Das ist genau. Also gut, hier sind, ultra geil, würde ich jetzt mal sagen, 70% Holländer. Oh ja, ich würde sogar, noch ein bisschen mehr. Sogar noch mehr so, ja. Aber es ist krass, absolut verrückt. Und, also, ich kann es nur empfehlen, Leute, mir fehlen noch ein bisschen die Worte. So. Absolut, also. Jetzt auch das erste Mal, ich auf so einer großen Veranstaltung bin, sage ich mal, im Feuerwerksbereich. Aber es ist einfach geil, es macht mega Spaß. Ja. Nee, ich grinsen gar nicht aus meinem Gesicht. Ja, vorhin die Gänsehaut beim Tagesfeuerwerk, das war heftig. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir freuen uns auf die nächsten Feuerwerke, die jetzt kommen. Ganz viel Feuerwerk. Ich muss jetzt schon sagen, es ist einfach mega gut organisiert. Ja, ja. Organisation ist top. Ja, also wie vorhin schon gesagt, das Toilettenbändchen sogar. Das gut, das finde ich jetzt persönlich. Die Toilettenflat. Ja, finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Aber man muss halt auch berücksichtigen, wir zahlen hierfür gar nichts. Ja, der Eintritt frei und ich finde, dann kann man auch dafür was zahlen. Eben, ja. Und alleine das Budget, was sie da raushauen für Feuerwerk, das ist Wahnsinn. Kloppt. Also von daher. Ist okay. Ja. Jetzt drehe ich die Kamera mal, dann seht ihr nochmal einen schönen Einblick aufs Festival. Ja, direkt am Eingang hier. Jetzt laufen wir wieder runter. Ja. Das zeigt ja. Rechts ist der Abbrenner. Hier rechts ist die Area, in der wir gesessen haben. So, jetzt sind wir im Zelt und natürlich holländischer Schlager. Ja, Mann! Geil! Ja, Mann! Ja, Mann. Mega gut gemacht, mega gut! Wir sind bereit.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Keine Worte dafür! Keine Worte! Super geil! Oh mein Gott! Geil! Geil! Wir sind bereit für die Endshow! Jawohl!
Leute, wir haben die Endshow überlebt. Gerade so. Aber echt gerade so. Alles hat gewackelt, alles hat gebebt. Die Hose hat geflattert. Ich kann immer noch keine Worte finden dafür. Es war einfach zu heftig. Und ja, nee, also ich glaube, ich muss mich später nochmal melden. Aber ich zeige euch mal die Menschenmassen, die jetzt sich hier vom Platz begeben. Das ist heftig. Hier, die ganzen Leute. Alles voll. Also vorhin wurde durchgesagt, 20.000 ungefähr wären da. Das ist schon echt heftig. Ich habe es wirklich noch getan. Ich muss es wirklich noch tun. Ich konnte die Finger nicht davon lassen. Ich werde es später wieder bereuen vom frittierten Zeug hier, aber ich konnte es nicht lassen. Gute Hähnchenburger. Ich gebe euch ein Feedback. Ja, es ist dunkel geworden, kalt geworden und auch ziemlich leer geworden da hinten. Nach dem letzten Feuerwerk, nach dem Abschlussfeuerwerk sind leider viele Leute gegangen und dann war auch bei der Preisverleihung nicht mehr viel los. Wer jetzt tatsächlich gewonnen hat, keine Ahnung. Die Akustik war auch relativ schlecht und die Preisverleihung war auf Holländisch. Auf jeden Fall hat Röder Feuerwerk den dritten Platz gemacht. Haben sie auf jeden Fall verdient, hätten vielleicht auch sogar noch was Besseres verdient, meiner Meinung nach. Aber kann man nichts machen. Wir wissen auch nicht genau, wer das jetzt bestimmt hat. Wer da in der Jury saß und so weiter. Aber na egal, trotzdem, es war überwältigend. Und da hinten geht jetzt ja noch ein bisschen was im Zelt. Spielt noch eine Band. Aber wir werden das jetzt auf den Heimweg machen, weil es hat gereicht für heute. Eine Sache muss ich noch anmerken. Ihr seht diese schönen Plastikbecher hier überall auf dem Boden. Ganz furchtbar, wie bei jedem holländischen Festival auch. Es gibt Einweg-Plastikbecher und es gibt kein Pfand drauf. Das heißt, die liegen überall rum. Total unnötig. Warum kann man hier nicht einfach ein Pfandsystem einführen mit irgendwelchen Mehrwegbechern? Es ist einfach unnötig. Alles voll mit Plastikbechern und Müll. Das könnte man echt besser machen. Richtig geiler Scheiß. Eskaliert.